Ich heiße Karin Remund und bin Projektleiterin vom Geckersteg im Naturpark Gantrisch. Das Besondere an dem Projekt ist, dass ganz viele Freiwillige und Handwerker aus der Region an dem Projekt mitgeschafft haben. Der neue Steg ist jetzt erst ein Jahr alt, aber letztes Jahr während der Corona-Zeit haben wir bereits 80.000 Besucher gehabt. Menschen hören dann aufwachsen und die Bäume wachsen irgendwie weiter. Über den Geckersteg wird der Familien- und Themenweg, auf dem Kinder und Erwachsene einiges über den Wald lernen können. Und dann hier sind die Tiere überall versteckt im Wald. Vielleicht sehen wir sie dann. Was können sie noch für Tiere haben hier? Was lebt hier noch in Gantrisch? Hörnchen. Swisslos hat uns unterstützt beim Bau von dem wunderbaren Geckersteg.